Servus Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption. So, heute werden wir mal schauen, ob wir nicht mit der Revolverheld-Quest weitermachen können. Und ich glaube, da ist eine... ist hier, ein Billy Midnight. Und die andere wäre dann hier oben, Black Bell. Vielleicht können wir schauen, dass wir hier einmal im Kreis rennen und die dann gleich mitnehmen. Schauen wir mal, ob wir das heute fertig schaffen. So, Bildmachgerät an. Und dann schauen wir doch mal. Wir haben übrigens gerade ein Kopfgeld von $95 auf uns ausgesetzt. Und können derzeit, glaube ich, in der Stadt, in der kleinen Stadt, in keinen Laden mehr reingehen. Schauen, vielleicht geht das von alleine wieder weg. Oder wir müssen irgendwie das Kopfgeld bezahlen. Ich will es aber eigentlich nicht bezahlen, weil ich eh nicht so viel Kohle habe. Also die Kohle für das Kopfgeld hätte ich schon, bloß dann habe ich halt nichts mehr. So. Machen wir die Karte nochmal an und markieren uns das gleich mal. Ganz schön weiter Weg hier runter. Mann, Mann, Mann. Da, glaube ich, haben wir schon ganz schön zu tun jetzt. Wir schauen einfach mal. Können wir uns die Landschaft ein bisschen angucken hier und decken natürlich auch wieder ein bisschen was von der Karte auf. Dann hätten wir die Mission mal abgeschlossen. Ja. Überspeichern wir ganz normal. Twisted my ankle something fierce. Think you could give me a ride? Jo. Komm doch mal, wo du hin willst. Annehmen. Yeah, sure. Hop on. Oh, thank you, sir. Thank you. Let's go, boy. Schauen wir, wo die hin will. Wahrscheinlich wieder komplett auf eine andere Richtung. You know Emerald Ranch? Mind taking me there? Wir schauen mal auf der Karte. Vielleicht ist sie auch unsere Richtung. Oh, schaut ganz gut aus. Okay. Ah, oh, die ist da oben. Okay, dann können wir nachher hier hinten lang gehen und dann hier runter. Machen wir das mal. Ja. Glad I ran into you. I raised that horse, you know. Raised it since it was just a foal. Halt ihr fest, Omi. Losing a horse is hard. Sorry to hear that. Yeah, that horse did right by me. Better than my husband, truth be told. That fool, always complaining. But does he do something about it? Man barely lifts his hand to wave the flies away. Aside from to lift a drink, of course. Marriage for me has been nothing but trouble. But Biscuit, he was a fine animal. Loyal, smart, brave. Didn't take no guff, not from no one. Had one of them mountain boys pull a gun on me once. I was riding up near the Dakota and had stopped by a nice warm patch. Must have dozed off, but I wake up and find some nasty piece of work pointing a rusty shotgun straight at me. Well, he gets wheezing on and I must have made some sort of noise, because the next thing I know,
Biscuit had nipped his ear clean off. Kicked his hide, too, as he was hollering away. Didn't think a man could run so fast. Oh, yeah? Yeah, had a good laugh on that one. I tell the husband, what does he do? Should have never gone over there, honey, he says. Gee, thanks. So, you live at Emerald Ranch then? Yeah. For the time being, I was looking for work. They was looking for some help with the gardens. If I waited any longer for my husband to put food on the table, I'd have died of starvation. I'll be moving on soon, though. Ich muss langsam mal gehen, mehr kann schon nicht mehr. Well, it's a strange place. Der Emerald Ranch waren wir schon. How so? The owner's a mean bastard. Strange, too. Delights in bullying folk. There's a daughter, but she never leaves the house. You can see her in the window sometimes. Oh, we're getting close now. Haben wir schon mal. Here we go. This is great. This was kind of you, mister. Please, take this as my way of thanking you. Ah, ein Ring, okay. Den könnten wir dann wieder verkaufen. So, schauen wir doch mal die Karte. Dann könnten wir unser Kopfgeld loswerden. Ja, ist klar, jetzt gehen wir erstmal hier hin. Schauen wir, wie lange es dauert, bis das blöde Kopfgeld wieder weggeht. Die ist jetzt heiß. Während die heiß ist, leert sich der Kern der Gesundheit schnell. Wechsel die Kleidung, um dich wieder abzukühlen. Ich habe ja keine andere Kleidung. Gepäck. Dann gehen wir hier lang. Unser Pferd säuft nicht ab. So eine Art Sumpfgebiet oder sowas. Vielleicht sind ja Alligatoren.
Ja, ich glaube, da vorne wird die Range sein. So, müssten wir jetzt eigentlich da sein. Gut, dann schauen wir mal, ob wir die Black Bell finden. Talk to you about your Wild West days. I don't care much for reminiscing. You got any friends as bounty hunters? None that spring to mind. Well, then you done led them boys here and you none the wiser. Ah, those bounty hunters. Knew my luck had run out sooner or sooner. Well, get inside. I'll tell them you're gone. Oh, no, no. I ain't hiding from them scalp hunters. Not running from them neither. And fighting? Yeah, if it's just me against Sam, that'd be a waste of time and nitroglycerin. Well, let me know what I can do. You want that Wild West story, don't you? Yes, I do. All right, get up here quick. Now, when I give you the word, hit that. Whole place is wired. Black okay. Bell, I got a contract here for your life or your liberty. We'd sooner it be liberty. That's mighty reasonable, mister. Come here, let me take a look at it. Come on. Oh, come on. Ja, wann soll ich zünden? Stop just there. Now. Send it out. Wegballern da, Mensch! Dann müssen wir aufpassen hier, wäre der ganz schön. Alle weg. Is that the last of them? Yeah. You got them scalp hunters off your back. For now. For now. So, you gonna tell me about your Wild West days running with Jim Boy Calloway? Little Boy Calloway? The only running he did was away from a fight. And that's about the end of it. Well, the man's apparently a famous gunslinger. Yeah. So they say, but don't get what's famous confused with what's true. The ones of us that lived that life, we was too busy being scared for our scalp to talk to no newspaper writers or
dime novel men. Well, what were they like then? Those days they all talk about. Same as now, I guess. Only longer ago. All right. I'm gonna need your picture, too, if it ain't a trouble. No, sir, no trouble at all. Can't be worse than those awful drawings on the wanted posters. Hell, great. Look, you stand over there and let me get this thing ready. Ready? How do you want me? Like this? Okay, I got it. Then I guess they'll be on my way. Here. Well, thank okay, you, muss ich gegen, gar nicht gegen kämpfen, oder was? You gonna be all right? Oh, been running for 20 years. Suppose I'll be running till I drop. Just the way it is. Yep. Lass mal die ganzen Leute looten. Good luck. Okay, abgeschlossen. Sehr schön. Dann schauen wir mal die ganzen Leute noch hier an, die sie noch looten. Kohle. Zwar nicht viele, aber es gibt Kohle. Oh. Ich werde mal schnell was zu mir nehmen. Goldener Ehering. Den haben wir schon, oder? Ne, haben wir noch nicht. Hinten haben wir auch noch, glaube ich, ein paar erwischt. Okay. Gut, dann schauen wir nochmal in das Haus rein. Vielleicht können wir da noch irgendwie was mitnehmen. Emmett Granger, den haben wir doch schon. Den haben wir schon. Okay. Müssten wir eigentlich alles haben?
Was ist mit dem da? Ist der tot? Need a doctor. Saint Denis. Please do something. Weit ist denn das weg? Wahrscheinlich muss er wieder ewig weit. Boah. Bis hierher. Na, das machen wir jetzt nicht. Ich wollte jetzt erst das andere fertig machen. Komm. Verrecke. Wir werden jetzt. Zu dem nächsten gehen. Zu dem letzten. Okay, wo ist die? Der war doch hier unten irgendwo, oder nicht? Hä? Und die Quest mal anwählen, oder was? Aufgaben, Herausforderungen. Findet ihr die Revolverhelden, ja? Gehen wir erstmal hier aus dem Gebiet raus. Okay, jetzt müsste es eigentlich gehen. Genau. Billy Midnight. Zu dem wir jetzt hinreiten. Die Sonne geht langsam unter, Leute. Jetzt wird wieder dunkel. Ja. Ist komplett falsch, wo der hier rennt. Oh, das ist ein Alligator. Mehrere Alligatoren. Bleiben lieber mal auf dem Weg, aber gut zu wissen, dass hier unten die Alligatoren sind. Das Sumpfgebiet, Leute. Jetzt wird's dunkel. Have a nice night.
Kleine Stadt hier. Dann können wir mal schauen. Servus. Welcome. Hey, you there. A quick word. What can I do for you, sir? There's an old gunslinger I'm looking for. I heard he comes through here. Name of Midnight Billy. Oh, that old soak? Yeah. He spends days on board these trains, but he's going nowhere but the gutter. I imagine you'll find him riding the next one through here. Either that or the next one. Try them both. Look in the bar car. Bar Waggon, okay. Cannot complain. Schauen wir doch mal. Hello. Was machen wir mit Zug los oder was? Guck mal, wir schauen uns mal schnell das Foto an. Billy Midnight. Ah, den wollte ich nicht haben. Schauen wir nochmal. Zigarettenbilder. Fotografien. Billy Midnight. Okay. Das ist, oder? Mr. Midnight? Excuse me, I'm trying to drink. Mr. Midnight, listen, this won't take a moment. I just want to talk with you about your old days as a shootist. Get away from me! Hey! I didn't shoot him in his sleep! No one's saying that... I didn't shoot him in his sleep, and if I did, it was the only way! Not a problem. I'm here about Jim Boy Calloway, and no one shot him yet. I knew you'd come for me! Get away from me! Oh, Alter. Mr. Midnight! Immer kein Stress hier. Mr. Midnight. Alter. Was hat der da für eine schöne Pistole?
Midnight's Pistole. Oh, die ist gut. Gegenstände. Machen wir ein Foto vom lieben Onkel Midnight. So, kann ich jetzt hier runterspringen? Oh, warte mal, was ist hier noch gewesen? Irgendwas war hier gerade, was ich nehmen konnte. Ah, hier, schwarzgebrannte. Für Glocke läuten. Nee, ich will hier eigentlich raus. So, okay. Mehr wollte ich nicht. Pferd ist auch da. Sehr schön. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir noch einen Cut an dieser Stelle und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dran seid und wir werden dann auch die Quests abgeben in der nächsten Folge. Dann schauen wir mal, was wir uns verdient haben. Wer hätte gesagt, wir kriegen eine gute Belohnung, wenn wir das abschießen. Gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis dann, ciao, ciao, euer Andi.